Moin Moin Leute, hier ist wieder euer Monte. Ja Leute, heute haben wir mal wieder ein etwas ernsteres Thema, deswegen eine kleine Bitte an die Regie, etwas traurige Musik. Denn heute geht es darum, warum ich 90% meiner ehemaligen Videos gelöscht habe. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann habt ihr mitbekommen, dass ich früher mal um die 60 Videos hatte und schon seit einer gewissen Zeit nur noch 6 Videos auf meinem Kanal habe. Grund Nummer 1! Und zwar war das so, ich habe diesen Kanal nicht allein gestartet, ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht. Irgendwann ist halt der Tag gekommen, da haben wir keine Videos mehr gemacht, weil wir einfach keine Zeit mehr zusammen hatten, dann habe nur noch ich Videos gemacht. Irgendwann kam halt mein Kumpel so an und meinte, ja, irgendwie ist das scheiße, Videos im Internet zu haben, denn wegen meinem Job. In den Videos war zwar viel Arbeit drin und die waren auch teilweise sehr, sehr unterhaltsam und haben auch echt Spaß gemacht, aber ganz egal, ob ich seine Meinung teile oder nicht. Ich habe die Videos einfach runtergenommen. Das war aber nur ein gewisser Teil meiner Videos, denn es hat schon früh angefangen, da habe nur noch ich Videos gedreht und diese Videos sind dann halt weiter online geblieben. Nur Grund Nummer 2. Dann kam der Moment, wo YouTube scheiße geworden ist. Und ich meine nicht so scheiße wie davor mit dem ganzen Mainstream-Scheiß. Ich meine so richtig scheiße. Ich meine so, wir ändern mal unseren Slogan von Broadcast Yourself and Fuck Yourself. Scheiße, so scheiße. Nämlich gab es neue Richtlinien zu der Monetarisierung von Videos, die jeden anderen Content benachteiligen, außer Kindercontent. Der in YouTube Deutschland meistens wiederum zur Abzocke missbraucht wird. Und als wäre das nicht genug, kommt auf einen Schlag plötzlich noch eine viel bessere Änderung. Sie heißt, pst, aber kein Weitersagen. YouTube Heroes. Aber das sind gar keine Heroes. Ich meine, dieses Projekt ist ja auch mal super angekommen. Und in dem Moment habe ich mir Gedanken gemacht, warum ich eigentlich YouTube als Plattform ausgewählt habe. Es gibt keinen Grund, außer dass YouTube die größte Plattform ist und die Videos viral gehen können. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, auf die Videoplattform Vimeo zu wechseln. Und habe so gut wie all meine Videos gelöscht. Mich hat einfach dieser Mainstream angekotzt. Dass man in die Trends geht und kein einziges Video gucken will. Dass YouTube einfach mal die größte Monopolstellung hat und sich alles erlauben kann. So gut wie jeder vergessen hat, wie es ist, ein wirklicher YouTuber zu sein. Sich selbst verwirklichen zu wollen. Eigene Ideen zu haben. Keine Challenges. Keine nachgemachten Kopien. Keine Videos, die Amerikaner machen und dann nochmal ins Deutsche übersetzen. Ich rede hier von Kreativität. Viele sind der Meinung, die Welt hat schon genug YouTuber. Ich bin der Meinung, es gibt fast gar keine YouTuber. Denn was ich sehe, sind Geschäftsleute, Lügner, Diebe und Heuchler. YouTuber machen Inhalte, die sie selber nicht interessieren, an eine Zielgruppe, die viel jünger ist als sie selber, wegen Geld. Ich habe so das Gefühl, dass so gut wie jeder versucht, aus YouTube Fame abzugreifen, ohne mit seinen Videos irgendwas aussagen zu wollen. Außer Geld. 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 Wo ist da die Leidenschaft? Wo ist da die Liebe zu seinen eigenen Videos? Wo ist der Sinn von YouTube hin? Und selbst wenn ich die Plattform wechseln würde und andere die Plattform genauso wechseln würden, wir würden das Problem die ganze Zeit mitziehen. Nämlich da, wo Reichweite ist, da ist auch immer Geld. Du bist nicht dran schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt. Let's make YouTube great again.